Moin! Herzlich willkommen bei Bonsai oder Kleinholz. Heute mal mit einem ganz besonderen Video. Nicht nur, dass ihr Captain Chaos endlich mal von vorne seht. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr enttäuscht. Nein, ich habe was Besonderes mit euch vor heute. Und zwar bin ich auf dem Weg zu meinem guten Bonsai-Kumpel Kalle, seines Zeichens auch Yamadori-Experte. Von dem habe ich schon einige Bäume bekommen. Und die ihr auch schon kennt. Ja, er hat natürlich wieder mal einen Baum. Oh Wunder. Und ich habe gedacht, ich nehme euch mal mit. Und wir gucken uns nicht nur den Baum an, weil der auch der ist etwas Besonderes, weil ich möchte damit ein Langzeitprojekt starten, was so mindestens über 1,5 bis 2 Jahre läuft. Weil an diesem Baum gibt es einiges zu tun, aber das werdet ihr selber noch sehen. Und wenn wir einmal da sind, wollte ich euch auch mal so ein bisschen seinen Garten zeigen und was da noch Interessantes rumsteht. Er wird erstaunt sein. Ich hoffe es. So, also würde ich sagen, auf geht's. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ja, da ist er nun. Das Projekt, mit dem ich Großes vorhabe. Und ja, wie immer, ne? Captain Chaos wäre ja nicht Captain Chaos, wenn alles funktionieren würde. Leider habe ich ein bisschen Probleme mit meinem Speicher auf dem Handy. Ist mal wieder alles wegen Überflutung geschlossen. Deshalb kann ich euch die Erstvorstellung des Baums hier und auch den Gartenrundgang nur in Bildern präsentieren. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Eindrücke richtig gut rüberkommen. Die genaue Beschreibung des Baums und auch die Besprechung, was ich damit vorhabe, findet dann in meinem Garten statt. Und das gibt es dann wieder im Videoformat. So, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit den Aufnahmen und bis gleich.
Sind wir wieder. Ja, wie angekündigt, werden wir uns das gute Stück jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Und ja, ich erzähle euch mal, welches Kopfkino so bei mir los ist und was ich eventuell vorhabe. So, hier kommt mal ein bisschen näher ran und dann schauen wir uns das mal genauer an. Also mein erster Gedanke ist, das eventuell diesen hier, den kleinen hier, zu trennen und ihn dann separat, ja, quasi schon als Schulden, ziemlich dicken Schulden, einzupflanzen. So, des Weiteren haben wir hier noch diesen Ast hier oben, den hier, der gefällt mir überhaupt nicht, der wird mit Sicherheit fallen, genauso wie dieser hier. Und des Weiteren habe ich mir gedacht, eventuell, weil er doch hier im unteren Bereich sehr dünn ist, würde ich vielleicht dann irgendwann versuchen, ihn in dem Bereich hier abzumosen, weil er da deutlich dicker ist. Ja, das sind so meine ersten Gedanken. Wahrscheinlich kommen noch viel, viel mehr dazu. Wie gesagt, das wird auf jeden Fall ein Langzeitprojekt. Wahrscheinlich werden die 2 Jahre, die ich so angeteilt habe, auch gar nicht reichen. Aber egal, ne? Wir werden es sehen. Ihr könnt gespannt sein. Ja, und bin dann eigentlich soweit durch damit. Aber ich habe da noch was, denn es ist, wie es immer ist. Ich verlasse Kalles Garten selten mit einem Baum. Und so sind auch diesmal wieder mehrere in den Warenkorb gehüpft. Ja, was das genau ist, das zeige ich euch im Abspann. Ich sage dann schon mal, bis zum nächsten Mal. Bis denne. Euer Christian.